Und hiermit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Wings Club. Okay, ich denke mal, wir gehen erstmal den oberen rechten Weg entlang. Und schauen uns, wo es uns hier hinführt. Okay, von oben kann man ja natürlich, ne? Bin mir nicht mal so sicher, wo wir herkamen. So mysteriös. Ich laufe erstmal hier lang. Von hier aus kamen wir, ne? Ja, von hier aus kamen wir. Will aber nur noch mal sicher gehen. Ist schon wieder eine Woche her, wo ich aufgenommen habe. Uiuiui. Genau, von hier aus kamen wir. Ich wollte nur auf Nummer sicher gehen. So. Dann gehen wir wieder zurück. Und sind alles an. Puff, puff, puff. Okay. Ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bitte. So. Hier habe ich schon dran geschüttelt, ne? Genau, dann geht's oben weiter. Wird nur auf Nummer sicher gehen, nicht, dass wir irgendwas verpasst haben. Na toll, jetzt ist der Frosch auch hier wieder da. Kinderkröte. Okay, der backt da oben jetzt fest. So, und du backst hier fest. Okay. Autsch. Aua. So. Dann einmal hier kurz dran. Und dann wieder zurück. Okay, dann gehen wir erst hier rechts lang. Und gucken mal, was hier so ist. Jedenfalls eine Menge Gegner hier. So. Warte, dann mache ich mal hier. Okay, das sehe ich doch ohne Probleme. Dann gehen wir hier nach oben. Hier ist nur was zum Schütteln. Also hier könnte ich mir vorstellen, dass hier eine Quest ist. Hier könnte ich mir vorstellen, dass hier eine Quest kommt. Okay. Dann geht es jetzt hier unten lang. Wow. Too much Gegner hier. Okay, ich glaube, hier geht es weiter. Seid leise, ich kann diese... Seid leise, ich kenne diese Pflanzen. Das sind Schweigus carnivorus und sie hassen Lärm. Also wirklich, das kann ich kaum glauben. Vielleicht kann sie mit etwas Musik besänftigen. Das ist eine gute Idee. Wir müssen vorsichtig sein, Blumen. Bewege dich langsam. Behalte deinen Schild als Schutz und komm den Pflanzen nicht zu nahe. In Ordnung, dann also weiter. Okay, das heißt, wir gehen erstmal links lang. Nee. Ey, dieses Moskito hier. Hallo? Nee, sorry, aber Moskito nicht. Dann mache ich erstmal den hier fertig. Okay. Uah. So, hast du jetzt von. Okay, dann gehen wir erstmal hier lang. Ich hatte schon gesehen. Okay. Na
der Hand. Okay. Du hast einen Teil von die Spezialisten gefunden. Es fehlen noch 3. Okay. Gut, dass wir hier lang gegangen sind. Wow, wow, wow. Da möchte ich nicht lang. Du hast ein Glühwürmchen gefunden. Du bist eine Stufe aufgestiegen. Neuer Titel Monstertöter. Neuer Zauber Magmakugeln. Wie macht man die Magmakugeln jetzt? Oh. Komm nicht rüber. So. Das sieht ja mal nice aus. I have a new power, Magma-Kugeln. Okay, wir sollen unser Schild hier aufbehalten und nicht zu nahe kommen. Dann gehen wir einmal hier nach oben. Schnell, 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 schnell hier runter. So. Ich kann mein Schild nicht einsetzen. Jetzt kann ich wieder. Oh, das lief doch ohne Probleme. Need a hand? Stay away. These vines belong to incredibly dangerous, bloodthirsty, man-eating monster plants. They only eat loudmouths, so you should pipe down. Everything's okay, little plants. Just relax. Quick, let's get away from these things. Du hast ein neues Bild. Flora behauptet hier immer, alle Pflanzen wären wunderschön. Doch so schön fand ich es nicht. Als diese hier mich auffressen wollten. Jetzt, da wir alle zusammenarbeiten, haben wir bessere Chancen, diesen Troll einzufangen. Wie ich immer zu sagen pflege, Sky, 9 Köpfe sind besser als einer. Besonders, wenn einer dieser Köpfe Prinz Sky gehört. Mit denen können wir nicht sprechen, mit denen auch nicht. Ich kann durch Deckner durchlaufen. Ah, da gibt's sogar was Neues, okay. Fleischfressende Pflanzen, die Lärm hassen, ab jetzt wundert mich gar nichts mehr. Im Sumpf gibt es viele interessante Pflanzen und Tiere. Mädels, das ist jetzt keine gute Zeit für ein Schwätzchen. Es könnte die Pflanzen nervös machen. Okay, dann einmal hier mit Musa sprechen. Okay, Musa will nicht. Okay, da kommt nichts. Dann geht's hier weiter. Einmal speichern. Nee, komm schon. Ruhe mit dir, Blumen. Ja. So. Das hat doch gut geklappt, würde ich mal behaupten. Okay, hier kommt man nicht weiter. Magma-Kugel. Na komm her. Komm her. Oh, sie zieht sich ab. So, damit hast du jetzt nicht gerechnet, hä? Okay, ist hier vielleicht irgendwas zum Rütteln oder Schütteln? Nö. Oh, das sieht doch hier schon mal ziemlich verdächtig aus. Du hast ein Glühwürmchen gefunden, okay. Und ein Moskito, das ist doch auch nicht schön. So. Das sieht hier so ziemlich ekelhaft aus.
Du hast schon wieder ein Glühwürmchen gefunden. Respekt. Komm schon, Mädels. Du meine Güte, was für ein riesiger Felsblock. Es sieht aus, als würde er kürzlich bewegt worden. Der Troll, er muss wissen, dass wir ihm folgen und versucht uns aufzuhalten. Wie sollte er das wissen? Jemand muss ihm helfen. Ich glaube, wir wissen alle, wer das ist. Also dann, genug geplaudert. Schieben wir den Felsen aus dem Weg und fangen den Troll. Gut gemacht, Leute. Da seht ihr, was wir fertig bringen, wenn wir zusammenarbeiten. Dieser Troll wird keine Chance haben, wenn wir ihn einholen. Definitiv nicht. Da sind jedenfalls schon mal Fußspuren. Und eine Spinne. Oh, es lief doch ohne Probleme. Guck mal, die Fußspuren sind sogar noch ziemlich frisch hier. Hier kann man wieder was schütteln. Ah. Und eine Kröte. Es geht ein. So. Du hast einen Teil von die Spezialisten gefunden. Es fehlen noch zwei Stück. Okay, das kriegen wir auch hin. Hier kommen wir nicht lang. Kann ich nicht hier rüber springen? Nö, natürlich nicht. So, dann gehen wir einfach den klassischen Weg hier lang mit dem Moskito hier. Wow. Damit hätte ich eigentlich rechnen müssen. Ich muss echt hier außen rum. Okay. Boah. Immer schön speichern. Du hast einen Teil von die Spezialisten gefunden. Es fehlt nur noch eins. Okay. Okay, da ist nichts. Und wieder ein Glühwürmchen. Okay. Irgendwie so Animal Crossing Feeling. Das hört sich nach Emerald an. Ich glaube, wir haben unseren Troll gefunden. Die Feen von Aphea sind in Gefahr. Wir müssen etwas unternehmen, bevor dieser Troll hier noch Ärger macht. Und zwar schnell und effektiv. Warte, Blumen, ich muss dir erst den Hilfebalken erklären, der neben deinem Magiebalken ist. Siehst du ihn? Jedes Mal, wenn du Schaden verursachst oder erleidest, fühlt sich der Balken ein wenig. Der Balken ist in vier Abschnitten unterteilt und jeder Abschnitt steht für eine von uns. Dem Wings Team. Ist der Hilfbalken ganz aufgeladen, erscheint ein Symbol in dem rosa Kreis unten am Hilfbalken. Denke daran, dass die ersten zwei Abschnitte des Hilfebalkens dafür stehen, dir zu helfen, während die zwei letzten Abschnitte dafür stehen, dem Boss Schaden zuzufügen. Nutze die Hilfe klug. Um den Hilfbalken zu benutzen, drücke den B-Knopf, sobald das Symbol eines der Wings-Mitglieder in den rosa Kreis erscheint. Time for Verwandlung. Hier fehlt auch noch ein Busch. Yeah. Magma Kugel. Yeah.
Macht ihn ja kaum Schaden hier. Ach, meine Leiste fühlt sich automatisch wieder hoch. Okay. Okay, gleich ist er down. Na komm. Lass mich einmal kurz heilen. Jetzt muss ich ein bisschen umherfliegen, weil meine Magie ist gleich alle. Aber das ist gleich Geschichte. Na sowas, wen haben wir denn da? Die Hexen. Sie haben Tekna. Lasst sie frei. Niemand bewegt sich, sonst bleibt eure kleine Freundin für immer eine Eisstatue. Was wollt ihr hier? Wie ich sehe, habt ihr unseren Troll gefangen. Ich wusste doch, dass ihr etwas damit zu tun habt. Wenn ihr eure Freundin gesund und munter wiederhaben wollt, wäre es äußerst klug von euch, ihm die Handfesseln zu lösen. Warte, ich habe eine bessere Idee. Gib uns deinen Ring und wir lassen deine Freundin frei. Das ist Erpressung. Es ist der Schwertring von Solaria. Er ist schon seit vielen Generationen im Besitz meiner Familie. Bitte Stella, gib ihm den Ring. Wir dürfen Texas Leben nicht aufs Spiel setzen. Wir holen ihn wieder zurück. Ich verspreche es dir. Hier, du blöde Hexe. Und jetzt ist unsere Freundin frei. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Alles in Ordnung, Tekna? Ich glaube schon. Was ist passiert? Die Hexen waren hier, sie haben dich eingefroren. Sie wollten meinen Ring im Austausch für dein Leben. Das mit dem Ring tut mir leid, Stella. Ich danke dir. Ach, mach dir keine Sorgen, es war ja nur ein alter Ring. Ich frage mich, warum sie ihn unbedingt haben wollten. Das würde ich auch gerne wissen. Ich bin mir sicher, dass wir ihm bald wieder begegnen werden. Du hast einen neuen Tagebucheintrag. Wir müssen mehr darüber rausfinden, weshalb die Hexen es auf deinen Ring abgesehen hatten, Stella. Die Bibliothek ist normalerweise der beste Ausgangspunkt, wenn man auf der Suche nach Antworten ist. Ich will jetzt vor allem eins, endlich diese schlammigen Klamotten loswerden. Ich schaue in der Bibliothek nach, wir treffen uns dann später. Nein, Blum, erstmal speichern wir das Spiel. Du hast ein neues Bild. Nicht nur, dass sie schreckliche Nervensäge sind, nein, sie haben auch nicht mitbekommen, dass der Krufti-Look total out ist. So, dann einmal speichern. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zur Flora hoch und geben ihr die Pflanze. Das war nämlich einer ihrer Quests. Die haben wir natürlich auch noch bekommen. So. Und theoretisch kann man auch hier direkt mit einem reden, ne? Ich warte auf einen Anruf von meinem Vater. Er ist in der Roten Fontäne-Schule ziemlich beschäftigt. Irgendwas mit dem Tag der Könige. Blum, ich war in letzter Zeit ein bisschen zu nachgiebig mit dem Mädchen. Ich könnte wirklich ein Buch über strenge Disziplin gebrauchen. Okay, sie möchte ein Buch über strenge Disziplin haben. Seht ihr das schon als Nebenquest?
Tatsächlich. Okay, dann gehen wir hier lang. Da geht es noch wieder runter. Hier ist niemand. Hier ist auch niemand. Übrigens, Blumen, ich habe neulich mit meiner Gitarre geübt und dabei ist mir eine Saite gerissen. Könntest du dir einen Minotaurus schnappen, um sie zu ersetzen, da du sowieso zum Turm gehst? Zu welchem Turm? Also stehst du neuerdings auf Hippie-Musik? Okay, mit Techno können wir nicht reden. Warum auch immer. Also mit ihr können wir sprechen. Mit Techno nicht. Okay, dann hat Techno für uns keine Quests. Okay. Dann gehen wir einmal erstmal zu Stella hoch. Mit Stella können wir auch nicht reden. Okay. Mal gucken, können wir mit Kiko reden? Ich weiß nicht, was hier los ist, Kiko. Hexen, Trolle, ich schätze, es ist wohl nicht immer so lustig, eine Fee zu sein. Vor allem stand da Kiko und eigentlich sagt das Blumen, ne? Du hast eine gefunden. Oh, danke, Blumen. Ich werde gut darauf aufpassen. Oh, hallo, Süßer, du bekommst den sonnigsten Platz im Zimmer. Hier ist ein Geschenk für dich, Blumen. Vielen Dank nochmal. Du hast einen Drachensamen bekommen. Oh, wir haben einen neuen Lebensbalken. Können wir nochmal mit Flora sprechen? Nö. Okay. Mal gucken, ob wir jetzt mit Stella reden können. Natürlich nicht. Okay, dann sage ich jetzt aber an dieser Stelle erstmal Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Let's Play Wings Club. Bis dahin, ciao, ciao.